Hallo und herzlich willkommen bei El Apospres. Mein Name ist Alexander Landauer und heute zeige ich euch, wie man aus einem Bogenpapier eine Visitenkarte macht. Hierzu verwenden wir den Duplo DC 645 Slitter Cutter Greaser. Das heißt, die Maschine kann rillen, kann schneiden, kann perforieren mit dem dazugehörigen Werkzeug. Und wir haben eben heute ein Visitenkartenmodul eingebaut. Am Anfang, am Anleger, werden die ganzen Bögen eingelegt, wie wir es hier jetzt schon vorbereitet haben. Und am Ende kommen im Idealfall fertige Visitenkarten raus. Dann würde ich sagen, starten wir die Maschine mal. Hier im Inneren werden jetzt die Bögen sowohl längs als auch quer geschnitten und die Ränder werden abgeschnitten und fallen in den Abfallcontainer. Und wie man sieht, kommen am Ende fertige Visitenkarten raus. Diese Maschine ist vom Baujahr 2005 und hat einen Zählerstand von ca. 2,2 Millionen. Dann bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal, euer Alexander Landauer.